Sie sind immer zu dritt, immer neugierig und wirken wie von einem anderen Planeten. Über 25 Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben sich bereits von Blue Man Group begeistern lassen. Anlässlich der Neuauflage der Show in Berlin ließen sich daher auch zahlreiche Promis nicht lange bitten und die scheinen die blauen Männer ziemlich gut zu kennen. Blaue Farbe und eine sensationelle Maske, wie ich finde. Also man sieht ja nie, wo es aufhört und wo es anfängt. Das mag ich sehr gerne. Gucken sehr interessant. Das kann man sich als Schauspieler was abgucken. Ist es nicht dieses... Enorme Akustik, großartige Optik und das Zusammenspiel einfach. Also man wird eigentlich mal komplett mitgerissen in der Show und man taucht komplett ein. Die verbinden irgendwie die Menschen miteinander und die schaffen es irgendwie, dass es alles ein ganzes großes Eins wird. Und das soll so toll sein und da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, es wird sehr lustig und amüsant und freue mich einfach auf den Abend. In den vergangenen 10 Jahren entwickelte sich die Blue Man Group zur erfolgreichsten Show der Hauptstadt. Für die Macher des Spektakels kein Grund, sich auf dem Erreichten auszuruhen. Mit neuem Look, neuen Szenen und neuer Musik wird's jetzt noch knalliger und vor allem intensiver. Eines aber bleibt gleich. Die Zuschauer werden von den Blue Men zum Mitmachen aufgefordert und sind damit ein elementarer Bestandteil der Show. Das Publikum ist unendlich wichtig, weil die Blue Männer direkt mit dem Publikum in Sicht- und Augenkontakt treten. Das heißt, diese Kommunikation findet, ohne zu sprechen, die ganze Zeit statt. Die Show muss sich immer weiterentwickeln, sie muss sich immer ändern, um aktuell zu bleiben. Das Konzept ist ja, dass die Blue Men in die Welt schauen und ihr einen Spiegel vorhalten. Damit das funktioniert, müssen wir uns immer auf Aktuelles beziehen. Und deshalb müssen wir die Show immer frisch halten. Und das Konzept scheint aufzugehen. Nach der Premierenshow gab es viele begeisterte Gesichter. Es war schräg, total schräg, was ich ja mag, super Musik dazu. Und mein Highlight waren zuletzt die Bälle auch, das fand ich toll, dass so das Publikum mit einbezogen wurde. So, zeigt mal, was ihr drauf habt. Ich fand das an dem Tisch ganz toll, wo die da gesessen haben, weil es so mit einfachen Dingen einfach so lustig ist. Was man gar nicht denkt. Da denkt man so, okay, die sitzen da jetzt und dann passiert aber immer so viel. Und das fand ich ganz toll. Ich finde es großartig. Also da ich ein großer Schlagzeug-Fan bin, weil ich das selber am liebsten gespielt hätte. Ich habe ganz viele Instrumente gespielt. Ich war in allem schlecht. Schlagzeug hätte ich leider auch überhaupt nicht gekonnt. Und deswegen bewundere ich alle, die das können. Ja, es war richtig, richtig geil. Vor allen Dingen ist es einfach so eine wahnsinnig positive Energie, dieses Trommeln, diese Drums. Ich habe auch die ganze Zeit mitgewippt und gezuckt. Meine Mutter hat mich schon immer angestoßen, so ich soll still sitzen. Ich so, ich kann nicht still sitzen, weil es einen einfach so mitreißt. Dann diese Farbwelt und jetzt auch, ich glaube, das war damals nicht so vor 10 Jahren, dieser Bezug zur digitalen Welt mit den SMSen, diese Textgeschichten, das war auch richtig lustig. Die künftigen Gäste erwartet also ein mitreißender Mix aus rockiger Konzertatmosphäre, Comedy und zahlreichen Effekten. Sie gehen mit den drei blauen Männern auf eine Entdeckungsreise in eine einzigartige Welt des Live-Entertainments. Und dank des neuen Konzepts können sich die Zuschauer auch die kommenden 10 Jahre von den neugierigen Blue Men begeistern lassen.